Boah, es wird weit verwinkelt. Das wird richtig, richtig krass, die erkunden von dieser Welt. Die werden wir nicht so einfach in zwei Parts abschließen können. Mensch, bei den letzten Malen waren wir auf unserer Reise mit Mario ganz schön schnell. Wir haben jetzt schon alle Monde, die wir fürs nächste Land brauchen, schon beisammen. Und zum anderen können wir uns endlich unsere Odyssee reparieren lassen. Endlich mal nach einer riesenlange Zeit, die Odyssee kaputt war. Weil, naja, Bowser und ich sind so beste Buddies, hat man mitgekriegt beim letzten Mal. Na, immerhin haben wir es jetzt geschafft, die Odyssee ist wieder repariert und wir starten jetzt endlich in das Land, was ich die ganze Zeit schon scharf bin, aber so richtig scharf bin. Auf ins Cityland. In der Hoffnung, dass das Cityland wirklich so krass ist, wie ich das im Gefühl habe. Ich glaube, das Spiel enttäuscht mich nicht. Oder was sagt ihr, Mario und Cappy? Zum Glück haben wir gerade genug Monde sammeln können, um die Odyssey wieder zu reparieren. Ich habe alle Monde gesammelt. Wo wir gerade ein bisschen Zeit haben, kann ich ja ein paar Kleinigkeiten nachlesen. Ja, Reisetipps brauche ich nicht. Ich bedanke mich trotzdem dafür. Aber ich würde gerne mehr über das nächste Land erfahren. Genau. Wo waren wir denn stehen geblieben? Ach ja, wir wollten zum Cityland, das meintest du ja vorhin nicht. Das Land besteht quasi aus einer einzigen Stadt mit total hohen Gebäuden. Hier steht, dass sie mit Hilfe von Mondenergie erbaut wurde. Cool, oder? Das hört sich schon mal sehr schön an. Hoffentlich finden wir da sehr viele Monde. Ich denke mal schon. Also es ist bestimmt eins der größten... Naja, Länder würde ich jetzt mal sagen, wo man Monde sammeln kann. Und warum ist das so düster und regnet? Die Geißel auf dem Hochhaus. Du willst mir jetzt nicht sagen, ich muss da hoch. Alles klar, wir haben es geschafft. Sieht aber nicht so gut aus hier. Schau mal. Bowsers Schiff, auf geht's. Ich sehe schon, mit irgendwas Großem oben drauf. Was es sein wird, werden wir wohl herausfinden. Jetzt heißt es aber erstmal uns umschauen. Hier könnte nämlich immer wieder was versteckt sein. Ich erwähne nur nochmal, ich habe schon öfters lila Münzen am Rande der Verzweiflung gefunden. Oder am Rande der Karte eher gesehen. Und gucke mal eine an. Aha. Hier können wir also später was freischalten. Geschweige, wird es wahrscheinlich wieder so ein Portal sein zu einer anderen Map. Oder zum anderen Bereich. So, und wir haben hier schon übrigens einen Mond. Denkt dran, wir waren hier schon mal und hatten schon mal die Hinweiskunst gefunden. Oder das Gemälde. Bürgermeisterin Pauline. Bürgermeisterin Pauline? Ach, das ist sie hier? Ach, tut mir leid, ich habe leider gar keine Zeit für einen Plausch. Ich muss einen Weg finden, meine Stadt zu retten. Seit dieses Ungeheuer hier einfiel, ist meine Stadt in Chaos versunken. Dann war er noch so dreist, in der gesamten Stadt Ankündigung für seine Hochzeit anzubringen. Wie geschmacklos. Ach, meinst du? Jetzt weiß ich, was du meinst. Da habe ich gar nicht drauf geachtet, die ganzen Plakate. Lull. Ja, komm, Pauline, ich helfe dir gerne natürlich bei dieser Aufgabe. Haben wir natürlich kein Problem. Ich auf dem Weg in die Stadt, vergiss es. Es ist viel zu schwer gefährlich. Ach, Leute, die Strom messen, easy. Hier gibt es ganz schön viel, was, aussehende Krabbeltiere? Fies aussehende Krabbeltiere. Na, erstmal muss man lesen können, ne? Stimmt, Würmchen, die entpuppen sich zu... Moskitos? Oder sind da doch lieber Bienen? Na, Bienen eher weniger. Hummel vielleicht noch. Aber sieht mehr wie ein Moskito aus. Aber die sehen auch nicht geil und gesund aus. Oh, Schwein gehabt. Ich glaube, wir müssen nicht alle killen, oder? Ich habe jetzt einfach mal welche mitgenommen. Hier haben wir auf jeden Fall noch lila Münzen. Ich nehme einfach keine Gegner mit, ganz ehrlich.
Wenn wir welche begegnen und die greifen uns an, dann können wir sie attackieren, sonst nicht. Genau bei dem Fall. Oh! Sehr cool. Alter, ist ja mega nice. Kann ich die denn alle jetzt wegkloppen damit? Okay, das ist mega. Aber erstmal muss man klarkommen mit dieser Steuerung, weil die ist etwas komplizierter. Huch, entschuldigt. Ich wollte dich doch gar nicht kaputt machen. Aber es ist wirklich nicht leicht, mit denen zu steuern. Und warum? Ich muss runter von dem. Ich brauche unbedingt den Panzer hier. Kann ich durch den Panzer auch Schaden bekommen? Ich weiß es jetzt ja nicht. Ich will es auch nicht ausprobieren mit den Moskitos. Und an dieses Herz könnten wir ganz normal kommen, ne? Ja. Easy nehmen wir mit. So, ich ignoriere jetzt wirklich mal unseren geilen Moped oder Roller, was wir da hatten. Und gehen einfach mal weiter. Den Laden ignorieren wir auch mal? Nee, warte mal. Können wir zufällig schon den ersten Mond kaufen? Ja. Cityland Mond ist unser. Und ich würde sagen, wir ziehen uns gleich mal perfekt an zum Cityland. Nämlich, wir nehmen uns hier gleich die anderen beiden Kleidungsstücke mit. Und zwar den Ganovenhut. Warum Ganovenhut? Warum Ganovenhut und Ganoven-Outfit? Könnt ihr mir gerne mal erläutern, warum genau das jetzt ein Ganoven-Outfit ist? Weil für mich sieht das aus wie so ein stinknormaler Bürger. So, und ich würde sagen, hier gehen wir erstmal durch. Ah, okay, ich wollte gerade sagen, es sieht gar nichts, aber doch, da sind Münzen. Ich guck mal auf den Dächern, ob hier was ist, aber ich glaube nicht, ne? Nope. Lol. Okay, ich habe Angst, wenn ich jede Laterne hochklettern kann, weiß ich ja, was ich noch suchen dürfe. Ja, moin. Nicht so viel schwanken, du. Macht mir ein bisschen verrückt und guck mal, ein Bauarbeiter-Gumba, wie süß. Also du musst deinen Job auf jeden Fall noch ein bisschen besser machen, sag ich dir. Aber warum? Ach, komm mal her hier. Warum sind da hinten Blöcke? Wollen wir mit den Blöcken was anfangen oder sind die eher so dekorativ? Alter, nein, habe ich jetzt nicht gemacht. Okay, vielleicht sollte ich nicht mehr so viel herum... Ödin. Ich weiß nicht, also manchmal läuft es bei mir richtig, ne? Ach, guck mal, hier ist so ein kleiner Hengst. So, jetzt ist die Frage, brauchen wir die Blöcke? Okay. Unter mir ist ein Mond! Aber wie komme ich da hin? Ach so, wow. Gut, es ist leichter, als es aussieht, ne? So, unser zweiter Mond im Cityland. Im Inneren eines Stahlträgers. Und ich sehe schon, wir brauchen mindestens... Ich glaube, das sind 20, wenn ich mich nicht täusche. Ja, 20 Monde, um die komplette Welt abzuschließen. Das bedeutet, hier würden safe mehr als 40, 50 Monde derzeit möglich sein. Ich sage extra derzeit, weil sobald man das Ende des Spiels durch hat, das habe ich schon mitgekriegt, kriegt man noch eine Menge an Monde dazu, die man suchen kann. Und das wird natürlich auch unsere Mission sein, die anderen Monde noch mitzunehmen. Cabby. Ja gut. Aber wie ihr sagt, das ist alle Zukunftsgeschichte. Jetzt ist es ja mal wichtiger,
hier in diesem Areal alles zu finden. Und ja. Okay. Kriegt man auch nichts. Ich schaue extra nochmal hier rüber. Wegen den Münzen. Wir kennen es ja, lila Münzen sind ja gerne überall versteckt. Und umsonst ist dir das Abteil nicht auffällig. Da unten ist für eine grüne Röhre. Merken wir uns schon mal. Und safe wird hier auch irgendwann was sein, ne? Ohne Witz. Ah, verdammt, fast geschafft. Na, okay, warte. Ich bin dreist. Ich schaff das. No! Jetzt. Ich hab's. Oh mein Gott, das hat jetzt ein bisschen länger gedauert, als es eigentlich sollte, ne? Na egal, immerhin, ich hab's geschafft. Aber hier oben ist ernsthaft nichts. Ach, du kannst doch nicht erzählen. Ich bin extra hier hochgelaufen. Und dann finde ich gar nichts, weil ich habe extra ein paar Minütchen hier meine Lebenszeit investiert. Nein, Spaß, alles gut. Cool ist es auf jeden Fall, dass es hier oben auch ein Versteck gibt. Kann man echt nicht meckern. Also wie gesagt, Cityland wird für mich echt ein Land sein, wo ich Ewigkeiten drin verbleiben werde. Meine Güte, mein Deutsch heute. Aber ja, wie ich sehe, kommen wir da hinten erstmal später lang. Ich will erstmal den korrekten Weg gehen. Also nicht, dass ich hier irgendwas verpasse. Ihr kennt mich. Bei mir hat alles ein bisschen Struktur. Weil ich hätte auch hinten hingehen können zur Röhre. Aber vielleicht ist hier ja noch was, ne? Und die ganzen Blöcke, die sind so auffällig. Die muss ich mir einfach holen. Okay, euch bomb ich mal komplett weg. Oh. Was war denn das? Kann man eigentlich die Autos kaputt machen? Oh, das hätte ich vorher wissen müssen. Oh mein Gott, dahinter hätte Mond sein können am Anfang. Ich will echt gucken, ob was ich hier alles kaputt machen kann, ne? Aber nee, scheint nur das zu sein. Wie gesagt, immer schön vorsichtig durchgehen. So, oh mein Gott, da hinten sind ganz viele von denen. Aber ihr habt keine Chance. Ich kann besser zielen als ihr. Ha! Und ausweichen vor allem. Hey! Hör auf auszuweichen! Schub, ich spinne. So, sonst ist nichts weiter, ja? Das sind alle nur Münzen, ne? Ich würde das eigentlich nicht dauerhaft mitnehmen. Hier hinten haben wir noch ein Versteck. Das wird da jetzt nicht umsonst sein. Wahrscheinlich können wir hier irgendwo hoch. Oder? Oder ist die Wand zu weit entfernt? Okay, hier, wir können hier stehen auf jeden Fall. Okay, ich glaube, hier soll man nicht stehen. Hm, schade. Hätte ja sein können, dass da irgendwas ist, ne? Ich erwarte viel. Und die Bienen sind echt sauintelligent. Erstmal gegen die Bande hier krachen. Oha. Goomba. Ey, dieser Goomba, ne? Aber wait, warte mal. Mir fehlt da eine Kleinigkeit. Und zwar die Röhre. Die habe ich da jetzt nicht einfach... Habe ich die jetzt komplett verpasst? Okay, was ich jetzt brauche, ist ein Panzer. Oh shit, und der ist weg. Aber da oben haben wir wieder ihn. Denn... Ich glaube, das habt ihr aber auch schon hinten gesehen. Der hebt den Yang, wo nur weiterkommen. Den würde ich gerne erkunden. Und danach suchen wir die Röhre, weil irgendwie... Hätte ich gedacht, dass man durch die andere Seite an die Röhre auch noch kommt. Aber ist nicht der Fall. Und... Das Ding kippt auf jeden Fall um. Sehr schön.
Warum ist hier ein Hügel? Weil... Noch nichts. Okay, safe müssen wir hier hoch. Und ist hier irgendwas? Aber sieht nicht so... Ah, ja, ja. Oh, man sollte springen, Mario. Uiuiui. Inmitten den von Stahlträgern. Mond Nummer 4. Da oben kommen wir noch nie hin. Da kommen wir erst später hin. Oh. Sehr gut. Dann gehe ich jetzt nochmal zur Röhre, weil, wie gesagt, ich möchte gerne in die Röhre mal reinschauen. So, hier haben wir nämlich die Röhre. Ich bin extra nochmal oben nach oben gelaufen und... What? Ach, das ist nur ein Secret und die Röhre führt mich zurück. Oh mein Gott. Dann heißt es, wir müssen doch da unten lang. Okay, was gibt's denn hier so Schönes? Ey, der Tabletrahmen habe ich gar nicht mehr gedacht, ne? Aber schön auch, dass ich getroffen wurde von einer Kanone und ich konnte mich nicht bewegen, ja? Ich bin nicht extra stehen geblieben. Ich konnte mich wirklich nicht bewegen. Aber ja gut, wieso haben wir denn hier so viele Röhren? Also die eine führt ja wieder zurück und die andere... führt uns entweder auch wieder zurück oder irgendwo anders hin. Ich weiß es noch nicht. Aber erstmal hier umschauen. Boah, ist das weit verwinkelt. Das wird richtig, richtig krass, die erkunden von dieser Welt. Die werden wir nicht so einfach in zwei Parts abschließen können. Aber wie gesagt, ich habe schon am Anfang darauf hingedeutet, wo wir hindüsen konnten, hätte können, dass das eins meiner liebsten Länder sein wird. Und bisher muss ich echt sagen, es ist immer noch eins meiner liebsten Länder. Und für das Erkunden wird es definitiv richtig schön. Also kann ich schon jetzt sagen. Okay, wir sind jetzt hier, wo eine Peach abgebildet ist. Hä, sind wir jetzt hinter... Ach, das wäre nur eine Abkürzung gewesen. Ja, okay, dann haben wir halt eine Abkürzung entdeckt. Schade, dass die nichts gebracht hat. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sie nichts bringt, aber wer weiß. Vielleicht gibt es ja wirklich dort unten irgendwas. Wenn jemand das weiß, ne? Die Kommentare sind dafür frei, aber ich denke mal nicht, dass da irgendein Mond gibt. Ganz ehrlich, da bin ich anderer Meinung. So, hier sind noch ein paar Gumbians. Gumbians vor allem. Man kennt sie. Die neuen Weiterentwicklungen von Goomba Normal. Okay, und das ist sehr auffällig. Wenn da oben nichts ist, ne? Weiß ich auch nicht, weil da... Münzen! Und ich sehe gerade, wir können 100 bekommen und... Oh Gott, gerade noch so gerettet. Sehr schön. Die Münzen hole ich mir und die Fahne hier auch noch. Aber bin ich jetzt von der anderen Seite nach oben gekommen? Kann das sein? Weil eigentlich hättest du ja von der Seite aus nicht... Achso, du hättest so, wärst so oder so hier hochgekommen. Okay. Ich dachte, du hättest da nicht anders lang gehen können, aber doch, doch, doch. Also Leute, der Mond ist ja wohl geschenkt. Ich muss nur zurückkommen, ne? Nein! Oh mein Gott, wo bin ich? Nicht gut. Geil, wo bin ich denn jetzt gelandet? Warum sind hier so viele Fliegen? Ah, hier könnte ich wieder zurück. Aber gibt es hier vielleicht irgendwas? Also umsonst wird bestimmt das hier nicht sein, oder? Doch, ich glaube schon. Schade. Also wirklich schade. Ich hätte jetzt wirklich gehofft, dass da was wäre. Aber nee. Heißt, wir müssen nochmal nach oben. Aber das, zum Glück sind wir nicht weit gefallen.
So, schon sind wir wieder da. Jetzt können wir weitermachen. So, gibt's da, entweder da ist der richtige Weg hier. Das ist doch ein Eingang. Ich glaube, ringsherum wird es noch ein paar lila Münzen geben. Nein? Ah, doch, siehste. Oh, lol, ich muss mir merken, wenn ich in der Rolle bin, bin ich nicht unverwundbar. Ich hätte gedacht, dass man unverwundbar wäre, weil es ja wie so ein Auto so gesehen funktioniert. Aber nee, Mario ist leider nicht so schwer wie ein Auto. Hätte man sich denken können, aber trotzdem. Oh mein Gott, den habe ich gar nicht gesehen. Ich dachte, der wäre unten gelandet. So. Jetzt warten wir auf euch. Ach, guck mal, wenn es schon so anzeigt, dann wird es hier bestimmt auch was geben, oder? Ah, nee. Nee. Okay. Denk dran, immer Ausschau halten nach glitzernden Gegenständen am Boden. Das habe ich gelernt auf jeden Fall. Oder im Allgemeinen, wenn es im Boden glitzert. So, und was muss ich jetzt hier machen? Okay, hier geht ein Weg nach unten. Der wird für irgendwas wichtig sein. Ja, wird er auch. Hm, sehr schön. Oh, jetzt sind die Goombas schon wieder hier. Oh, wie heißen die kleinen Goombas eigentlich? Die haben doch bestimmt auch einen eigenen Namen. Goldgoombas oder so. Ah, hier haben wir auch nochmal ein paar Münzen. Natürlich nehme ich die mit. Aber hatten wir nicht eben 17? Was ist das denn? LOL! Also ich glaube, man hätte da nicht hinspringen dürfen, ne? Ich habe einfach den Weg gecheatet. Easy, Leute. Wann macht man das nicht? Ich sehe auch gerade, man hätte ja nach oben springen können. Ey! Man hätte ja nach oben springen können. Oh ne, das wollte jetzt Mario nicht. Schweige. Habe ich auch erst zu spät gesehen, muss man ehrlich gestehen. Okay, warte kurz, man muss nach oben springen. No! Warte! Nein! Oh, 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 oh. Aber hält sich Mario auch oben fest? Das ist jetzt meine Frage. Ja. Bei diesem Weg wird es nicht umsonst geben. Oh, ey. Leute, wie kompliziert macht man das? Spiel, ja. Gut, dass wir da nochmal vorbeigeschaut haben, ne? Also, wollte ich mal nur erwähnen. Sehr nice. Oh, okay. Hab nichts gesagt. Ich dachte, ich wäre jetzt tot. Aber ich find's auch echt gruselig, wie die kleinen Würmchen zu solchen hässlichen, aber wirklich hässlichen Mücken werden oder sowas. Warum? Oder Moskitos? Ich glaube, das sind wirklich Moskitos. Oh, und ein Königsherz. Okay, obwohl ich eigentlich... Ja, ein Königsherz brauche ich bestimmt nicht. Nicht beim Boss. Leute, ich bin doch keine Flasche. Was denkt man von mir? Okay, wir sind wirklich gleich oben. So, gibt es denn hier hinter noch irgendwelche lila Münzen, bevor wir uns in Abenteuer stürzen? Ich will nichts sagen, aber ich bin runtergefallen. Na gut, ist nicht so schlimm. Wir werden nämlich trotzdem erst im nächsten Part uns den Boss vorknöpfen. Wir werden uns in der Zeit auch wieder umsehen. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Like da und abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Super Mario Odyssey wieder. Bis denn und... Ah, lasst mich vorbei! Ciao!